Recht herzlich willkommen zur, glaube, 158. Folge von Aborion. Ja, wir sind hier neben unserem kleinen Schiff, was letztes Mal ja kaputt gegangen ist. Und ja, da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht da mal gerade schauen, dass wir Rekonstruktionsmarke, müssen wir die noch setzen oder so. Wir müssen mal gucken, was da oben so steht. Das ist sehr schwach, ist klar. Millionaire Structure Damage due to Recipient. Okay, und dann müssen wir da mal dran noch arbeiten an dem Ding wahrscheinlich. Können wir das denn so reparieren? Obwohl ja. Und dann müssen wir das an einem Ding zu kaufen. Das ist ja hier. Nee, da war jetzt falsch. Wir müssen erstmal die Station dann auswählen. Sind wir nah genug irgendwo dran? Ich glaube nicht, ne? Fliegen wir gerade ein Stück vor, damit wir. Gibt's hier noch einen Dockingport? Ist, glaube ich, auf der anderen Seite, also nicht sinnig. Ja, es ist update-mäßig wieder was gewesen. Da sind dann hier solche, wie ihr da seht, dieses Icons sind gekommen für. Sag schon, Allianzen und auch ein Banner kann man jetzt machen und Baustein für wahrscheinlich Benennung der Allianz und so weiter und ein paar andere Sachen sind halt auch wieder mal gemacht worden, so keine Ahnung, welche Optionen, Torpedos kann man zwischen Schiffen hin und her machen und ja, solche Sachen halt alles, ne? Hier sieht man es sehr schön. Ich glaube, wir müssen mal den Dockingport da nehmen. Es ist wieder überarbeitet, sagen wir so. Das ist am einfachsten. Das ist auch ganz cool. So, jetzt kommen wir mit F da dran. Reparaturdock. Marke kaufen wir und alles ist gut. Dann ist das auch erledigt. Das Schiff ist sehr schwach, steht da noch. Da müssen wir also nochmal dran arbeiten. Warte mal, was gibt's denn hier? Da habe ich gar nicht jetzt drauf geachtet, oder? Q, haben wir wohl, schwarzes Brett. Reparatur, ach so, ein Reparaturdock ist ja kein Ausrüstungsdock. Okay. Können wir denn da. Bergbau. Das wäre jetzt erstmal vielleicht sinnig zu gucken, was drin ist. Ach, der hat schon drei Sachen, okay. Und dann heißt es hier noch, der ist schwach. Ach so, das sind wahrscheinlich Bergbauklamotten, ne? Abwracker. Und Bergbau, okay. Den Abwracker, ja, wenn wir den automatisieren, dann macht das Sinn, das so zu lassen. Ja, machen wir erstmal so. Und da ist unser zweites Schiff. Ja, was jetzt natürlich dann mit diesem hier schlecht ist, ist ja schwach, ohne Ende. Kann ja knicken, das Ding, ne? Und wir sehen ja auch schon, wenn wir mal rauszoomen, das ist ganz klein und wendig, während das andere ganz groß ist, ne? Eigentlich müssten wir da was vergrößern, damit wir da auch weiter mitkommen. Was ist das? Frachtraum, okay. Ist das auch Frachtraum? Ja, Frachtraum hat das Ding ja schon mal, ne? Das sind hier die Manöverdinger. Korrekturdüsen und Rotationsgeschichten, Trägheitsdämpfer. Ja. Da haben wir sogar am meisten zurzeit von. Würde ich jetzt mal Spiegelachse anmachen. Da was hinbauen. Ist das die Mitte? Gute Frage, wo die Mitte ist, aber spielt auch eigentlich gar keine Rolle. Wir vergrößern das ganze Ding erstmal.
ist ja nur ein Frachtraum, ne? Ich nehme mal diesen Baustein, kopiere den. Und dann mache ich da einen Frachtraum in der Größe raus, aber... Den wollen wir länger haben, oder? Machen wir mal so groß. Und da auch nochmal. Okay. Dann bauen wir da erstmal wieder die Dinger hin. So sieht das doch schon mal gut aus. Dann nehmen wir mal gerade die Spiegelachse weg. Weil da wollen wir jetzt wieder... Was machen wir da hin? Gute Frage. Korrekturdüse. Mattiere. Noch sieht das... Hülle. Ja, eine Hülle wäre auch da mal. Computerkern. Dann gibt es da jetzt unseren Computerkern, den wir jetzt mal neu basteln. Höhe passt. Müsste ich noch die Breite hinkriegen, ne? Ja, das ist jetzt das Doofe wieder mal, ne? Also ich kann mit der Shift-Taste die Größe dieses Steines sozusagen nachbilden, ne? Aber ich möchte ja gerne die ganze Breite haben. Das gibt das Programm nicht her, ne? Das gefällt mir jetzt nicht. Weil hier, wo jetzt nichts ist, ne? Da möchte ich jetzt was haben. Das ist doof. Tja. Jetzt muss ich mir so einen Hilfstein hier bauen, oder wie ist das? Computerkern hatten wir, genau. Und der soll die passende Höhe kriegen. Macht er jetzt natürlich gar nichts mehr. Na, ich glaube, wir gehen doch wieder so hin. Ich glaube, das ist schon mal gut. Das könnte auch gut sein. Und das könnte auch gut sein. Das ist der ausgewählt, den kann ich jetzt entfernen und dann sieht es eigentlich wieder so aus, wie ich es haben wollte. Gut. So, jetzt haben wir hier noch gewisse Dinge, dass man nicht drehen kann und so. Aber das ist erstmal nicht so wild. Korrekturdüsen. Die sehen ja krass in der Größe aus. Jetzt machen wir das mal wieder klein. Bauen das definitiv einmal dahin. Und da und mach den weg. Spiegel den. So, Spiegelachse erstmal wieder weg. Und dann gucken wir nochmal nach den Steinen.
Was haben wir mit Scanion? Konzentrationsfixierer, ja. Flugschreiber, Produktion. Torpedorampe. Torpedo ist immer noch gar nichts, ne? Gyrophalanx. Das ist hier mit Pitch und sowas, ne? Ja, das lassen wir erstmal da weg. Schildgenerator brauchen wir bestimmt auch. Hülle. Hier gibt's keine Panzerung. Gut. Was haben wir denn noch? Naonet haben wir. Da gibt's auch keine Panzerung. Da gibt's eine Panzerung. Mach das mal gerade weg. Das wäre jetzt meine Breite. Aber da so direkt drauf ist nicht mein Ding. Also bedeutet das wieder Handarbeit. Nee, das ist schon so richtig, aber das wollen wir noch. So, das wäre schon mal so richtig. Jetzt muss ich es nur so haben noch, ne? Nee, das war D. Das jetzt einfach so da drauflegen, das wäre cool, ne? Wir müssen es schon so lang machen. 1000. Ja, komm, zack. Kriegen wir es gebaut? Das ist die Frage, ne? Kriegen wir gebaut. Links, rechts, Drehgeschwindigkeit ist schlecht. Das ist klar, das ist auch kein Problem. Das ist jetzt erstmal unsere Panzerplatte. An der können wir jetzt ganz viel dran machen. Tja. Gerüst. Minimieren. Spiegel das mal gerade. Fertig. Und haben wir nicht, glaube ich, hier. Geht auf 0, oder? Das weg. So, dann würde ich den jetzt breiter ziehen erstmal. Sollte so passend sein. Brauchen aber noch ein bisschen an Höhe, das machen wir auch noch. Dick brauchen wir glaube nicht, das lassen wir erstmal so. Zack. Alles ist gut. Denkst du? Größe ist verkehrt. Das ganze Werk ist zu klein. Machen wir die Spiegelachse gerade aus. Muss noch einen Tacken breiter. Falsch rum, so. Jetzt ist er richtig. Und dann den. Spiegelachse machen wir an. Jetzt sehe ich nicht, wo er sitzt, das ist schade.
Aber im Endeffekt wäre es auch egal. Aber ich glaube, er sitzt hier. So, dann den kopieren wir und bauen dann den noch mal rein. Aber ja, toll. Ich glaube, wenn wir den jetzt drehen, Steuerung V, jetzt haben wir den in der Größe. Aber wenn wir den jetzt machen, dann dreht er in die gleiche Richtung. Ja, doch, siehst du, er ist gekippt worden. Ja, das ist dann doof, aber okay, das geht noch sogar, weil die Breite passt ja. Ne, die. Ja, komm. Eigentlich muss es ja so passend jetzt sein, oder? Ja, ist es auch. Ich kann es nicht bauen, hab's aber gebaut, alles klar. Gut. Da ist er. Und da ist er. So. Jetzt haben wir hier noch einen Pitch. Your pitch rotation is poor. Steuerung C, Steuerung V. Oben unten wäre jetzt. Warte mal. Müsste jetzt der. Weiß ich jetzt gar nicht, welchen ich muss haben muss. Muss haben, ne? Genau. Das wäre jetzt Rollen. Das war jetzt Pitch, ne? Das bedeutet, dreh den doch nochmal so. Das ist das. Das ist Jaw. Jetzt so, ist es dann richtig? Ja, das ist der richtige. Wenn ich jetzt das nochmal mit Kopieren mache, ne? Dann bringt mir das wahrscheinlich nichts. Na, jetzt hat er das auch so gemacht, wie ich es wollte. Einfach nur V. Aber dann ist es wieder Jaw. Also bringt mir das nichts. Das heißt, ich muss ihn wieder drehen. Das ist schade. Das ist immer noch Rollen dann. Das ist Pitch. Schade. Sehr schade. Das heißt, ich muss jetzt doch Hand anlegen, dass der passend wird. Auch doof, ne? Höhe ist passend. Jetzt muss ich nur gucken, dass er von der Länge her noch geht. So, das ist fertig. Und was sagt er jetzt? Das Schiff ist schwach mit anderen. Das ist schon klar. So, jetzt haben wir da steuereinheitstechnisch wieder was geschaffen. Wo ich mir gerade die Frage stelle, ob das alles so gut ist, ne? Kann man sehen, was der welcher macht? Nein, ne? Er will immer bauen. Bauen, bauen, bauen. Naja, aber das ist ja auch erstmal so weit so gut. Der ist jetzt, wir können ja erstmal einen Testflug machen und gucken, wie das Ding jetzt so ist. Wir haben ja schon mal
eine Länge hingekriegt, die ein bisschen mehr ist. Geschwindigkeit ist natürlich top. Die Drehgeschwindigkeit ist auch gut. So, links, rechts geht, hoch. Und ich weiß nicht, wie sollte man drehen testen, ne? Oh, das geht auch schnell. Gut, haben wir hingekriegt. So, das bedeutet, soweit so gut. Das Ding könnte viel länger sein, größer sein, stärker sein. Die Platte nach oben bin ich schon zufrieden mit erstmal. Ja. Jetzt müssten wir noch weitere Dinge anbauen, ne? Die Computerkerne sind bestimmt viel zu klein, ne? Habe ich da mal reingeguckt, was wir da jetzt machen können hier so? Ah, einen Platz haben wir dadurch gewonnen jetzt. ...800 Rechenleistung zum Freischalten benötigt. Okay. Da würden zwei Slots zukommen dadurch. Okay, da wären jetzt welche mehr auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Leere Slots für unbewaffnete Geschütztürme. Das finde ich irgendwie so krass. Was sind unbewaffnete Geschütztürme, ne? Kann die jetzt da einstecken oder was? Baumodus. Waffen ausgesucht. Bergbau, Bergbau. Doppelflakgeschützturm. Möchte ich jetzt mal einbauen. Hat er gemacht. Point Defense. Der wäre vielleicht auch ganz nett. Habe ich aber nur einen, also können wir mal gerade bitte die Spiegelachse ausmachen. Achso. Der braucht Xanonit. Dann mach den mal aus. Habe ich hier, oder? Ja. Geht. Schadenstyp Elektrik. Doppel-Tesla-Geschützturm. Den kann ich noch einbauen, oder was? Ja, den kann ich nicht mehr einbauen. Gut, aber ich habe jetzt den da drin und jetzt brauche ich Kanoniere wahrscheinlich. Genau, und was ist das? Das Schiff ist schwach verglichen mit anderen. Könnte sein, dass es mit den Kanonieren noch das Entscheidende ist. B raus. Und wo ist das Dock? Da fliegen wir da erstmal hin. Oder haben wir noch Personal an Bord? Weiß ich gar nicht. Ne. Aber wir haben. Hatten wir nicht zu viele irgendwo? Gucken wir nochmal. Ne, das war nicht da. Hier ist das 4 von 7. Vier. Ingenieure sind zu viel, definitiv. Und Mechaniker wohl auch. Ne? Hier weiß ich gar nicht, wie das da zustande kommt, dass das da jetzt ist. Und ach, die sind jetzt dann alle abgehauen. Na super. Oder? Tatsächlich, die sind weg. Allerdings sind die ja sowieso viel zu viele, ne? Na dann. Ich brauche noch einen Kanonier. Ich würde, aber das sind vielleicht wirklich nur Kanoniere und die kannst du da nicht umändern.
Kapitän haben wir genug. Ja, nützt da nichts. Dann müssen wir da nochmal andocken. Da unten ist ein Dockingport. Da mal hin. Geschwindigkeit von dem Ding ist natürlich top. Bremse geht gar nicht. Die müssen wir auch noch anbauen. Crew erneuern natürlich. Oh nee, ne? Ihr seid ja nett zu mir. Keine Leute für mich. Alles klar. Das bedeutet... Brauchen wir uns da hier keine Gedanken machen? Eine Relation, ja toll. Richtig toll. Dann möchten wir jetzt hier mit in das Schiff gehen. Ich glaube nicht, dass wir hier, das sind vier über, die transferieren der Besatzungsmitglieder wäre jetzt interessant. Das geht auch. Aber wie? Das auswählen, interagieren, transferieren. Jetzt ist die Frage, wer ist hier wer? Ah, er hat die zwei Kapitäne da. Ich glaube, wir brauchten auf dem Schiff zwei. Und das schauen wir uns jetzt mal gerade an. Und zack, 100%. Braucht nur eins und haben jetzt Dingens. Aber das Schiff steht immer noch da oben mit, ist zu schwach. Ah, die Schilder ist vielleicht auch noch das Problem. Ja, aber ich sehe gerade, wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum. Das bedeutet, wir werden in der nächsten Folge dann dieses Schiff vielleicht nochmal weiterbauen, verstärken etc. und so fort. Müssen wir dann nochmal angucken. Jo, ich würde erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ein Video hochgeladen wird. Kommentare, herzlich willkommen, schreibt was rein, was besser wird, was anders wird, können wir dann drüber reden. Und teilt das Video auf euren Kanälen und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dann, tschüss.